Bitte? Ja, die fotografieren da unten. Immer nur ihr dämliches Gesicht. Was? Ja, du gehst ab zum Foto, ja. Kannst du halt auch was sagen. Im Gegensatz zu Fotos kann ich was sagen, ja, wenn es sich um eine... Fertig überhaupt. Was? Jetzt werden wir ein bisschen zoomen. Was meinst du? Bin ich fertig, meine ich nur. Bist du schon fertig? Kann sich auch bewegen, wenn wir uns da nicht denken. Ja, ich kann so ein bisschen umgehen, sagen. Sinn der Film. Nein, ich habe mir gerade überlegt, das Gerät hat doch gar keinen Anschluss für einen Fernauslöser. Gottchen, nee. Brauche ich ja auch nicht, hat auch eine Fernbedienung. Ach Gott, ja. Infrarot-Fernbedienung. Und was soll dieser Rahmen in der Mitte? Der Rahmen, das ist das Feld, in dem der Schärfemesser arbeitet. Achso, also jetzt bist du gut fokussiert dann. Gegner schon beiseite. Gehst du aus dem Rahmen raus. Dann flutscht er auf den Hintergrund, ne? Nö. Müsste aber eigentlich machen. Du bist jetzt auf Weitwinkel wahrscheinlich. Ja. Dann macht das sowieso nichts. Dann stellt er auf Fixfokus ein. Ja, aber hinten, Hintergrund scheint mir der Sucher jetzt ziemlich unscharf zu sein. Nein, gut. Bei dem Wald jetzt ist er, glaube ich, auf 4 Meter ungefähr fokussiert. 4 Meter ist er scharf. 3 Meter. Und da ist bis unendlich. Ja? Naja. Ist klar. Er kann da gar nicht fokussieren. Schafft er gar nicht. Ich wollte jetzt die Unschärfe verstellen. Oh, ich kann das auch so drehen. Die entfesselte Kamera hieß das früher. Das ist eine unfreiwillig entfesselte Kamera. Echte Wahnsinns-Defekte, Effekte erziehen. Defekte ist wohl richtiger gemeint. Defekte war schon richtig. Nein. Das muss einfach nur den Fernseher auf den Kopf stellen. Und dann geht's ja, das auch ist mir wieder. Auch ein paar Mal schon passiert, dass ich ja, so ganz spontan oder? Gedacht habe, jetzt müssen wir einmal Hochformat aufnehmen. Das machen wir doch gerade. Dann stellen wir den Fernseher einfach Hochformat und schon geht's wieder. Ja, nun, nein. Wer macht das schon? Wer macht das schon? Ja, selten. Auf jeden Fall. Heute ist Sonnabend, der 3. Juni 1999. Und dann ist ein Silberberg auch noch gebaut. Steht ein großer Kran da oben. Ja, gebaut. Ja. Nein, jetzt muss ich wieder zurückdrehen, glaube ich. Und ich bin überhaupt richtig rum, ja. Pilla sind müde, er muss gleich noch zu helfen. Tina Dreif muss gehört noch. Und der Hans, der geht dann zum Blondie-Konzert im Stadtpark. Da kann ich ja die Kamera mitnehmen. Ja, aber was denn auf? Ja. Die Zuschauerreaktion nehme ich da auf. Du willst ja nicht reingehen. Rein darfst du nicht mit der Kamera. Ja, das ist wohl wahr. Also ich hätte ja als ich beim Dillenkonzept bei Dillen aufnehmen können, aus 3 Meter Entfernung. Boah, einmalige Dokumente. Als ich draußen gewesen bin. Naja. Hat mich sogar angeguckt. Gott, genug Leute, die Dinger mit reingenommen haben in den letzten 10 Jahren und dann 5000 Stunden von Dillen-Live-Konzerten haben. Ja, Archiv. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich denke, der wird auch ziemlich scharf kontrolliert. Doch trotzdem schaffen die das immer wieder irgendwie. Ich weiß auch nicht. Von jedem Konzert fast ein Videomitschnitt.
vielleicht von ganz weit weg und dann auf Stativ und dann gezoomt. Völlig aus. Weil wenn du es wirklich auf anlegst, kannst du im Stadtpark die auch auf den Baum stellen, setzen oben hin. Von außen. Ob die das verhindern dürfen. Theoretisch ja, es ist ja eine Straftat, ne? Ja, ich bin ja nicht drin. Trotzdem ist es eine Straftat. Was? Die künstlerische Leistung. Erschleichen. Für private Zwecke, nur für mich. Guck mir genau, das an. Ist ihre Leistung und sie will dafür, dass du die Leistung einmal sehen kannst. Live will sie ihren Eintritt haben. Und auch wenn du nur so dich auf den Baum setzt, das ist auch schon. Was? Wenn die einfach gerne ein bisschen in der Hand genommen, du tust ja was, um diese Leistung dir zu sehen nicht wahren. Dann begehe ich ja eine Straftat heute. Dann könntest du natürlich schon da einen Luftballon nehmen einfach, die Kamera dranhängen. Ja. Wäre natürlich eine Möglichkeit. So, jetzt gehen wir, zoomen wir noch mal ein bisschen. Wieder Wackelkonzert. Wollen wir mal gucken. Ja, dann geht man einfach mal ran! Mein Gott, noch mal, Hans. Ja, ich traue mich gar nicht zu wiegen, ehrlich gesagt. Wenn du auf Weitwinkel bist, ist es rangehen. Ich habe es einmal gemacht, ich habe mal die Kinder von Safa aufgenommen. Eine Viertelstunde Sequenz. Nur mit Weitwinkel und dann laufen. Hin und her laufen. Das ist erträglich. Kann man mal machen. Aber wenn du bist, dann völlig falscher Ansatz. Krampf in den Schultern. Die H8. Sony Digital Video auf H8. Achso. Die werden schon relativ billig gebraucht. Und da ist eine Runde, die auch noch ein paar Monate hat. Genau da. Du meintest ja, so ein bisschen schwanken muss sein, oder wie? So schwanken muss sein. Ja, ist das so, die bewegen doch die Kamera mal so ein bisschen.